und herzlich willkommen zu Sabine will's wissen. Ihr hattet neulich in den Kommentaren gefragt, wann ich denn endlich mein erstes, in Anführungszeichen, richtiges Video hochlade. Und das will ich euch natürlich nicht länger schuldig bleiben. In meinem Begrüßungsvideo hatte ich ja schon angekündigt, dass wir jetzt die Arbeitsschritte durchgehen möchten, bis der neue Jahrgang 2018 im Glas unseres Kunden ankommt. Und der erste Schritt von den ganzen vielen Arbeitsschritten, die jetzt folgen werden, ist das Schneiden. Hier lernen wir, welche Reben bleiben stehen, welche werden weggeschnitten, um eben den bestmöglichen Ertrag dann auch erzielen zu können. Wie ihr wahrscheinlich ein bisschen raushört, ich bin ziemlich erkältet und deswegen habe ich mir heute tatkräftige Unterstützung mitgebracht. Und zwar ist mein Mann Jochen heute dabei. Er ist auch der Inhaber des Weinguts Jochen Faber in Erden an der Mosel. Und er wird euch erklären, wie das alles funktioniert. Gehen wir mal zu ihm runter. Ist er. Hallo. Genau, und der Jochen erklärt jetzt, was für Arbeitsschritte nötig sind, beziehungsweise welche Reben lassen wir stehen, welche nehmen wir weg. Ja, also hier sieht man dann der alte Bogen vom letzten Jahr. Der hat jetzt seine Schuldigkeit getan, der wird jetzt rausgeschnitten. Fangen wir mal einfach an, von außen nach innen ein bisschen wegzuschneiden. Und jetzt sieht man, jetzt hat man hier noch 4 Reben. Fürs nächste Jahr brauchen wir 2. Es kann aber immer mal eine kaputt gehen, deshalb lassen wir in der Regel so 3 bis 4 stehen. Also hier, die ist jetzt zu weit weg, da mache ich die noch weg. Und die anderen 3 lasse ich sicherheitshalber stehen, wenn dann eine kaputt geht, haben wir immer noch 2 übrig. Dasselbe beim nächsten Stock dann. Immer von außen nach innen wegschneiden. Die Reben 2-3 Mal durchschneiden. Und die kommen dann hier in die Reihe und werden später dann gemulcht, klein gemulcht. Genau, da sieht man jetzt auch, dass sie sich ziemlich festhalten. Manchmal sind da sehr viele übereinander. Dann nimmt man einfach mal einen Teil weg, die man sieht, die man nicht gebrauchen kann, damit man dann mal einen Überblick bekommt, welche Reben sind jetzt für das nächste Jahr wichtig. Und wieso lässt man manchmal mehr stehen, als wir eigentlich brauchen? Weil zum Binden haben wir ja immer nur 2. Ja, aus dem Grund, es kann immer mal eine kaputt gehen oder man sieht jetzt nicht genau, das kann auch sein, dass die hier unten nicht richtig angewachsen ist. Deshalb immer jede mal anfassen, ein bisschen dran wackeln und dann entscheiden, welche man nimmt. Der Stock hier ist jetzt nicht so schön, aber da muss man ja auch noch was dran haben. Jetzt fliegen gerade über uns 2 riesengroße Düsenflieger, deswegen ist es gerade ein bisschen lauter. Ich hoffe, ihr versteht uns trotzdem noch. So, wir gehen einfach mal zurück zu dem kleinen, den du hier schon gemacht hast. Und da könntest du ja jetzt mal erklären, welches jetzt die entsprechend schönen 2 wären oder welche man eventuell nicht benutzen würde. Also generell nehmen wir eigentlich die dicksten Reben, weil die dicksten Reben auch die meiste Kraft haben, schönen Ertrag für das Jahr zu liefern. In der Regel sollten sie immer in dem Bereich von den beiden Drähten hier aus dem Stamm kommen. Sind sie ja jetzt alle 3 zu nehmen, aber jetzt bei dem hier sieht man schon, der ist doch dann um einiges dünner als die anderen. Also den werden wir vermutlich später noch abschneiden dann. Wenn wir die anderen 2, wenn mit denen nichts passiert ist, wenn die nicht abgekracht sind beim Binden, wird der hier dann später abgeschnitten. Und hier nebendran sieht der ja ganz anders aus. Ja, hier ist jetzt das Problem, der hat jetzt in dem Bereich keinen Ertrag, also keine neue Rebe. Die ist ziemlich weit weg. Ist nicht so optimal, aber man kann jetzt noch den einen hier in die Richtung binden und einen von den beiden, am liebsten natürlich der, der am nächsten am Stamm ist, hier in die Richtung. Hier ist jetzt das Problem, dass der kommt in einem schlechten Winkel raus und das kann sein, dass der abbricht, wenn man hier rüber zieht. Und deshalb darf man den jetzt noch nicht wegschneiden, sonst müssen wir den nämlich holen, wenn der andere nämlich abgekracht ist. Dann. Hier, die sehen jetzt wieder schöner aus. Hier haben wir wieder mehrere Reben. Die hier,
der, der und der, die bleiben auf jeden Fall stehen. Der ist schön dick. Der hier kommt jetzt von weiter unten raus, wäre noch besser. Aber wir lassen ja da lieber ein paar mehr stehen. Können auch hier stehen bleiben. Jetzt sieht man hier bei dem, hier unten ist so viel verwachsene Reste, Kleinkram. Die schneide mal ab, aber nicht ganz. Also kann ein kleines Stück kann stehen bleiben. Ich komme ein Stück näher. Damit ein Auge oder zwei Augen da noch drin sind, weil in dem Bereich käme dann auch das Holz für das nächste Jahr dann wieder raus, weil wir ja immer jedes Jahr wieder was Neues brauchen und deshalb auch schon wieder ein Jahr oder zwei Jahre im Voraus planen müssen. Und ja, wenn wir jetzt von unserer Fläche ausgehen, sind ja knapp 2,5 Hektar. Wie lange dauert es, bis wir da einmal komplett fertig sind mit Schneiden? Schneiden, je nach Winter ist ja das Problem, man kann nicht jeden Tag gehen. Weil wenn zu kalt ist, ist es nicht schön. Und wenn es zu regnerisch ist, auch nicht. Aber da sind wir dann schon einige Wintermonate dran. Also in der Regel beginnen wir nach dem Herbst. Das heißt so Mitte November ungefähr, wenn die Blätter weg sind. Und fertig sind wir meistens so Ende Februar, Anfang März so in der Richtung. Super. So, jetzt haben wir das auch gelernt. Und dann geht es das nächste Mal weiter mit dem Binden. Das heißt, jetzt haben wir ja die Reben entsprechend hier stehen gelassen, die wir zum Binden auch benötigen. Und dann zeige ich euch im nächsten Video, wie das mit dem Binden geht. Auch das ist wieder eine Arbeit, die über mehrere Wochen bzw. Monate dann auch laufen kann. Und ihr seht, also wir sind auch den ganzen über beschäftigt und sitzen den Winter nicht komplett auf der Couch. Genau, dann freue ich mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder einschalten würdet. Gerne Kommentare hinterlassen, auch mit Fragen. Weiterhin sollte das Ganze interaktiv bleiben. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder da seid. Tschüss!